Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie. Die Liebe. In Zaubereiromanen wird sie teilweise als die mächtigste Kraft der Welt bezeichnet. Für viele ist sie nicht zu benennen und andere versuchen es durch irgendein so ein Getier im Bauch zu beschreiben. Und es steckt so Banales dahinter. Heranwachsende, aber auch viele andere erwarten vieles vom Leben. Ein Haus, ein Auto, ein Job, Freunde, Freizeit, eine Familie oder die Liebe des Lebens. Und damit wären wir auch schon beim Punkt. Nicht, dass die ersten 6 Punkte schon sinnentleerte Paradoxforderungen wären, scheint das letzte gar von einer anderen Welt auszugehen. Die Liebe, ein so missverstandenes System voller Freunde, die es nicht wirklich benennen, sondern nur betrachten und auf ihr herumtrampeln. Erschaffen wurde die Liebe bereits schon in frühen Jahren, als man sich darum noch nicht so scherte. Man wollte die Kunst befeuern. Ein Thema, ein Idol, ein Ziel, auf das es sich lohnt hinzuarbeiten. In Texten und Liedern. Eine Masse, die leere Zeilen zu füllen hat. Doch niemand hat gesagt, dass es einen Körper füllen soll. So einen Labberhaufen von Fleisch und Organ. Ein solches Ding, wie es Schleim und Rotz produziert. Wie diese Dinger davon ausgehen, ein solches idealsynthetisches Produkt zu vernutzen, um sich selbst zu unterwerfen und ihre schweinische Reproduktion damit zu rechtfertigen. Wie Bestien liegen sie dort, sabbern mit ihrem höchstmöglichsten Möchtegern-Gefühl, verfallen aufeinander und reiben sich durch ihren Leidensweg hindurch. Dabei nur daran denken, wie verliebt sie sind. Ekelhaft sowas. Bah! Daraus zu entfliehen. Die Liebe als das zu erkennen, was sie ist, ein Kunstprodukt, ausschließlich für die Kunst, wird einem nur allzu oft verwehrt von diesem Konstrukt des Soziallebens. Natürlich gibt es auch andere Eignungen der Liebe, wie etwa die Hilfe beim Erkennen des eigenen Falls, was solch Minderbemittelten oft schwerfällt, wobei dies vielleicht zu komplex für dieses Publikum ist. Unterschätzen sollte man dies in jedem Fall nicht. Es ist eine ernstzunehmende Fehlwahrnehmung. Es ist noch nicht zu spät. Das Glas ist nicht halb leer. Es ist aber auch nicht halb voll. Es ist leer. Melden Sie sich doch gerne auch zu meiner neuen Vorlesungsreihe an. Wir werden uns unter anderem mit folgenden Themen beschäftigen. Herz, vom starken Muskel bis zum spitzrunden Gebilde. Wir, nebeneinander, durch die Hölle und dort bleiben. Und Kunst, die Arbeit, die nicht unbeantwortet bleibt. Teilen Sie mir doch bitte Ihre Meinung und was Sie noch so interessiert unten in den Kommentaren mit. Auf Wiedersehen.